Herzlich willkommen. Wir sind auf Hakone, oder? Ja. Oder Hakone. Keine Ahnung. Hakone. Da sind Schwefeldämpfe. Wir haben schon schwarze Eier gegessen. Hier liegen überall noch schwarze Eierschalen. Die sind aber nicht von uns. Das ist eine ganz große. Wir haben unsere schon entsorgt. Wow, das ist die größte Eierschale, die ich bis jetzt gesehen habe. Und sie war eklig. Und ihr habt sie gesehen. Da hinten ist theoretisch der Fuji. Aber schon im Nebeldunst. Ja. Ja, immerhin konnte man die Schneekuppe ein bisschen erahnen. Mhm. Aber momentan nicht mehr. Ja, wir sind ja auch auf über 1000 Metern Höhe. 1050, um genau zu sein. Und wenn man hier mal so ein bisschen herumguckt, sind da überall diese ganzen Nebelschwaden. Die größte eigentlich genau vor uns. Wenn du da drin stehst, dann stinkt es abartig nach Ei und vor allem auch nach Käse. Ja, hier werden auch Eier gekocht, deshalb wird es wahrscheinlich nach Eiern stinken. Ja. Was? Von den Schokoeiern. Schoko. Okay, das ist die Packung von den Schokoeiern. Ja, stimmt, diese Schokoladendinge. Die andere hast du weggeworfen, oder? Ja. Okay, was bisher so geschehen ist. Wir mussten auf jeden Fall das Zimmer wechseln, weil wir auf zweimal reserviert haben. Das war ziemlich ungünstig. Deswegen werden wir wahrscheinlich von unserer super Suite, die wir hatten, in so ein kleines Gammelzimmer verlegt. Aber wir dürfen wenigstens zusammenbleiben. Ich bin mal gespannt. Dann sind wir bis jetzt noch mit dem Zug gefahren. Der war total hemmungslos überfüllt. Mhm. Und dann noch mit der Seilbahn. Und ja. Mit der Gondel. Ja, genau, das meine ich mit der Seilbahn. Ach so, und dazwischen sind wir noch mit dem anderen Ding, mit dem Cable Car gefahren. Ja, das war ziemlich cool. Jetzt sind wir hier oben. Und das ist hier ein, das ist kein schwarzes Ei, das ist nur eine Schokomandel. Mhm. Weil bald da Ostern ist. Ja, Ostern. Oder wie der Japaner sagt, Osteru. Und da gibt es schwarzes Eis, das müssen wir noch probieren. Oh ja, das müssen wir testen. Ich esse ein Sandwich mit einem ganz normalen weißen Ei. Das machst du echt gut. Warte, ich finde, das sollten wir den Leuten nicht vorenthalten. Mm. Boah, du kannst wirklich gut sein. Ey, du bist einer der besten Sandwich-Esser, die es gibt. Boah, Wahnsinn! Hier, er hat's. Nein, verrückt. Also, das war verrückt. Haben wir erwähnt, dass der Name an der Unterkunft stand? Ja. Ja, stimmt, mein Name stand an der Unterkunft. Oder haben wir das im letzten Blog erzählt? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht, ist mir egal. Ihr könnt ja nachgucken, ihr seid ja am Rechner. Und dann stand Markus der Name da in der Tür und wir sollten anrufen und dann hätten wir wieder zum Bahnhof zurücklaufen müssen, zum Telefon. Ja, das wäre ziemlich schwer. Aber zum Glück kam dann jemand. Ja, und hat gesagt, was geht ab? Ihr seid spät, aber ihr seid cool. Ja, und wir konnten noch in den Onsen rein, um Mitternacht. Ja, erzähl von dem Onsen-Erlebnis. Das war ziemlich cool. Wir sind reingekommen, runter in den Keller und ja, bis auf dass das Wasser erstmal nicht ging, war eigentlich alles super. Und man hat ein kleines, heißes Becken zum Drinsitzen. Ja. Das ist eigentlich ganz gemütlich. Wenn man geschickt ist, kann man wahrscheinlich noch zu den Frauen rübergucken. Was? Das müssen wir noch testen. Wir haben es nicht versucht. Wir waren erst zu zweit drin und haben es richtig gut benommen. Und dann kamen diese ganzen Thailänder und sind einfach reingesprungen, ohne sich vorher abzuwaschen. Richtig widerlich war es. Ja. Dabei gibt es auch diese tollen Tafeln, wo alles steht. Ja, das haben die, die haben gelesen. Keine Saunakultur in Thailand. Ja, also mein Highlight war, ich habe Erno-Schnack gesehen und er mich. Schönes Highlight. Nee, leider keine Frauen, aber das war vorher schon klar. Ich beende mal an dieser Stelle. Bis später. Macht's gut. Alle nochmal winken. Und mal wieder schöne Grüße an den Fisch.